Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch viel zu früh hier an diesem wunderschönen Samstag, um unseren Ocarina of Time Marathon dieses Jahr fortzusetzen. Ich bin erstaunt, wie viel verstreute Seelen viel zu früh schon wach sind. Grüße gehen raus. Ich erhebe auf alle diejenigen, die sich um diese unchristliche Zeit hier bereits eingefunden haben, mein Kaffeetässchen. Brüster hier geht raus, Leute. Freue mich, dass ihr alle da seid. WF Lars, erstmal dir Dank fürs Abo und auch Linking dir vielen, vielen Dank fürs Abo. Reingekommen sind hier WF Lars K ist auch am Start, macht sich gerade noch ein bisschen entspannt Bacon. Linking ist da, der Moppelwolf ist da, Eri ist da, der W, einen wunderschönen guten Morgen, auch dir die Kaffeetasse, Schatzi ist auch mit am Start, Black Space, oh Gott, Sven, Rara, moin, Grüße gehen raus, niedrigen IQ in Nickname-Aussprechung, bitte Rücksicht mit mir haben. So, Leute, jetzt, wo wir alle uns versammelt haben, ihr erinnert euch vielleicht noch gestern, sind wir da ganz entspannt, ach, Giron ist auch da, guten Morgen, aus dem Bett, so kannst du gut in den Tag starten, ne? Ich hole erstmal alle ab, die gestern vielleicht nicht mit dabei waren. Wir haben jetzt die ersten drei Tempel fertig. Wir spielen die PC, den inoffiziellen PC-Port. Er ist wunderschön und läuft mit 60 FPS, ich komme nicht drauf klar. Und haben die ersten drei Tempel geschafft, sind jetzt groß geworden und dürfen nun sehen, nachdem Ganondorf in das Heilige Reich eingedrungen ist, ja, was er für Unheil und Schaden angerichtet hat. Das gucken wir uns jetzt erstmal an. Ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit, ne? Legen wir los. Ich muss ja direkt in die Runde fragen, was habt ihr denn so zum Frühstück am Start, ne? Ich habe gerade eben schon in Discord geile Bilder gesehen. Da wurde richtig, richtig aufgefahren. Da wurde richtig neidisch. Wenn ich euch dann sage, ich frühstück gar nichts, ne? Der W schreibt, wir haben uns heute Morgen mal ein bisschen vom Stream der letzten Jahre angeschaut, um die Grafik mal zu vergleichen. Der Hammer, ja, vor allen Dingen letztes Jahr ist ja Hardcore. Das war ja wirklich die Originalkonsole. Richtig original, N64 und dann einfach nur hochgezogen. Das sieht natürlich fürchterlich aus. Klar, aber wenn man das sich noch überlegt, ne? So, wir sehen schon, weiß nicht, ich höre nicht die fröhliche Musik, ich sehe nicht mehr die tanzenden Leute und es sieht alles ein bisschen dunkel und unglücklich aus. Weiß ich jetzt nicht, Digga, weiß ich jetzt nicht. Gehen wir mal entspannt voran. Oh, hier auch so, die Bewohner haben sich ein bisschen verändert, aber keine Sorge, wir wissen ja, wir können ganz entspannt. Achso, hier müssen wir jetzt mal wieder eingerufen. Wir können ganz entspannt mit der Ocarina der Zeit die Tag-Nacht-Musik machen und dann werden sie eingefroren. Mal sehen, ob ich es auswendig kann. Ja, kann ich. Läuft. Ich bin vor 3 Minuten aufgestanden. So weit wie zum Frühstück habe ich noch nicht gedacht. Ja, ich frühstücke einfach gar nicht. Dann spart man sich das generell. So, Leute. Auf geht's. Wenn ihr jetzt denkt, wir starten direkt fresh in den ersten Dungeon rein, hab weit gefehlt. Wir laufen erstmal wieder sehr viel durch die Gegend, ne? Aber es ist das letzte Mal. Es ist noch einmal rumgelaufen und dann haben wir es. Ja, willkommen in der Hylianischen Steppe. Die sieht eigentlich noch aus wie vorher. Und jetzt, wo wir groß sind, das Erste, was wir natürlich machen, die wichtigste Aufgabe, einmal wieder zur London Farm gehen, gucken, wie sich da so die Situation entwickelt hat, würde ich mal sagen, ne? Hab die Liste gestern versehentlich nicht gespeichert. Ach so, die Herzliste, ja. Du, okay. Wird schon. Oh, jetzt zieht schon unheilvoller Nebel auf, ne? Bipfurt, hi Blaufuchs, guten Morgen an alle Füchse, Grüße gehen raus, hier auch einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen erneut hier bei unserem Ocarina of Time Marathon. Sogar die kleinen Krüge zum Kaputthauen sind hier weg, ne? Was ist denn los mit denen? Das geht mit der Farm, geht es bergab. Man sieht richtig, mit der Farm geht es bergab. Tun wir euch alles soweit gut? Muss man eben gucken, mein Mic noch ein bisschen. Oh. So, ich glaube, so ist geil. Ich glaube, so ist gut. So, okay. Da ist unser Kollege wieder. Warte, noch ein bisschen so noch. Oh, ist, glaube ich, gut. Ocarina of Time in neu aufgelegt würde ich ja feiern, schreibt Kay. Das ist mein größter Wunsch. Ich habe mir seit Ewigkeiten gewünscht, dass sie mal Ocarina of Time komplett remastern. Also nicht remastern. Komplett remaken. Also richtig nochmal geil. Aber das Kernding muss da bleiben. Also im Grunde so wie Diablo 2 remastered worden ist. Das Kernding muss bleiben, aber halt alles in mega schön. Das würde mich voll abholen. Bis wann habt ihr gestern gedaddelt? Bis kurz vor 0 Uhr. Wir haben die ersten drei Dungeons fertig gemacht und dann haben wir hier aufgehört. Daniel LP, Grüße gehen raus. Danke dir für dein Abo. Wir reden jetzt erstmal mit dem guten Mann hier. Guten Tag. Einige Leute verbreiten das Gerücht, ich hätte Talon um die Farm betrogen, aber das ist lächerlich. Talon hat alles heruntergewirtschaftet. Ich, der hart arbeitende Basil, habe meine ganze Kraft in die Farm gesteckt. Niemand darf deshalb schlecht über mich sprechen. Im Vertrauen, eigentlich war es der mächtige Ganondorf, der mein Talent erkannte und mir die Farm überließ.
Als Dank werde ich ihm das beste Pferd meiner Züchtung als Präsent überreichen. Sag mal, hättest du nicht Lust, eines meiner Pferde zu reiten? Für nur 10 Rubine lasse ich dich reiten. Ja, sicher doch. Gerne doch. Soll ich dir erklären, wie man reitet? Nö. Die Farm dankt. Oh, guck mal, er macht's jetzt auch wirklich nicht. Sonst beim ersten Mal macht er das immer. Dann sagt er, ja komm, ich erzähl's dir trotzdem. Natürlich, wir wissen ja noch, ne? Wir können ja das gute Lied von Marlon spielen und damit können wir die gute Epona so ein bisschen an uns anlocken und deswegen holen wir uns natürlich das wichtigste Pferd hier im Stall. Kommt das auf YouTube? Ja, der Marathon wird natürlich am Ende dann auch auf YouTube hochgeladen. Da ist sie auch schon, die gute Epona. Komm mal ran. So, eben Rauch da. Los. Also keine Sorge. Ich habe natürlich durchaus Verständnis dafür, dass nicht jeder das ganze Wochenende Zeit hat, so wie ich. Ich habe ja auch, also ganz ehrlich, normalerweise muss ich echt hart gerade Arbeit machen. Aber ey, Ocarina of Time Marathon ist nur einmal im Jahr, ne? Also da muss man. Diron fragt, wie der Zeitplan heute aussieht. Also der Zeitplan sieht heute aus, dass wir jetzt so bis 12 oder 13 Uhr erstmal machen. Muss auch gucken, mein Pizzateig braucht noch 3 Stunden 35. Und danach ist dann erstmal Pause, Mittagessen und so. Und vielleicht mich noch rasen, wenn das Wetter mitspielt. Ich einfach kurz in die Wanne, ein bisschen entspannen. Und danach geht es, denke ich mal, so 15, 16 Uhr weiter. Und dann wieder bis kurz vor Null, würde ich sagen. Können wir bitte einmal kurz reden? Stopp. Willst du absteigen? Halte A. Halte an und drücke A. Habe ich dich nicht schon mal irgendwo gesehen? Du kommst mir so bekannt vor. Setzt du die Zielerfassung ein, kannst du mit mir sprechen, während du auf dem Pferd sitzt. Willst du jetzt schon gehen? Nein. Bereiten. Musst du den Typen jetzt nicht anlabern, Fremdschatz? Ja, so sieht's aus, aber ich glaube, beim ersten Mal klappt das irgendwie nie. Bei mir klappt das immer erst beim zweiten Mal. Weiß auch nicht warum. Dann sagt er, ey, du reitest gar nicht so schlecht und dann darf man. Hey, runter vom Pferd, die Zeit ist abgelaufen. Du hast nur 10 Rubine gezahlt. Ich hätte dir auch mehr gegeben, aber du wolltest ja nur 10 haben. Oder du musst mal ein bisschen entspannen, ja? Gut, quatschen wir dir nochmal an. Für nur 10 Rubine lasse ich dich reiten. Ja, gerne. Soll ich dir erklären, wie man reitet? Nö. Und die Farm dankt. So ein kleines Nebengeschäft hier, ne? So, let's do it again. Ich habe mir natürlich wieder nicht das Lied gemerkt. Warte. So. Mega gut. Ich sollte mal so eine Woche vorm Stream eigentlich anfangen, die Dinger einfach auswendig zu lernen. Hallo. Da machst du nichts verkehrt. So, let's go. Darf ich mal mit... Es läuft ja schon nicht gut. Man muss so 2 Runden drehen, glaube ich. 2-mal über beide Hindernisse springen. Und ich habe viel Zeit verloren. Das Gute ist, beim über die Hindernisse springen, kassieren wir wieder Kohle. Das heißt, sie kann uns nicht ausgehen. Das, was wir fürs Reiten bezahlt haben, ist schon wieder drin. Das ist schon mal gut. Ich reite noch einmal über das nächste. Mal sehen. Oh, du reitest nicht schlecht. Wie wäre es mit einem kleinen Rennen? Eine Runde um die Koppel. Ja, da bin ich doch. Ja. Der Gewinner erhält, sagen wir, 50 Rubine. Ja, das ist gut. Das würde auch genau gerade in unsere Tasche passen. Deswegen alles bestens. Los geht's. Ja! Das Ding. Oh, der Trick ist, lass dich nicht überholen. Na komm schon. So. Und wenn du einmal vor ihm bist, dann kriegt er dich in der Regel auch nicht mehr. Also normalerweise kann man das nicht verlieren, wenn man nicht komplett bescheuert ist. Aber wie gesagt, dieses Jahr schiebe ich alles auf den PC-Port, wenn irgendwas komisch ist. Das ist ja mein Trick. So kommen wir da ganz solide durch, ne? Für jedes Mal spicken muss die Ocarina rausgraben und selber spielen. Nee, dieses Mal, ich habe ja extra, wie gestern angekündigt, für euch den Verbotsdings eingebaut. Also, ne? Und wenn ich dann spicke, ja, dann hast du recht, dann muss ich selber ein Lied kreieren. Das ist eine gute Idee. Bip und Fall, ob ich auf der Gamescom war. Tatsächlich nicht. Mir ist das einfach, muss ich echt gestehen, zu voll. Mir hat das, also bis jetzt habe ich das Appeal nicht verstanden, stundenlang für irgendwas anzustehen, was man im Internet ja dann auch die Ankündigungen so sehen kann. Aber so langsam verstehe ich's. Also, wenn man jetzt dann so seine ganzen YouTuber-Kollegen da auch alle trifft und so weiter, das könnte schon ganz witzig sein, um das Happening drumherum. Es geht ja gar nicht mal so sehr um das, was dort präsentiert wird, sondern sogar vielmehr so als, da kommt halt die ganze Branche plus die ganzen Fans zusammen, man trifft sich und so. Mal gucken. Vermaledeit!
Ich hoffe nur, der mächtige Ganondorf erfährt nichts von dieser Demütigung. Hey, du, wie wäre es mit einer Revanche? Gewinnst du, gehört dir das Pferd. Ja, dann los, bei so einem Preis sag ich nicht nein, ne? Los, 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 los. Oh, wie er ein bisschen schneller los konnte. Das ist aber, also soll das aber nicht sein. So. Wir haben uns gerade vorbeigeschubbert, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Der überholt uns nicht mehr. So, jetzt einmal hier noch rum und ja. Dankeschön. Wie kann das sein? Ist das wirklich Epona? Wie ist es dir gelungen, das Pferd hinter meinem Rücken zu zähmen? Tja, ich bin halt nett. Mir wurde ein Lied beigebracht. Du bist nicht nett, du kennst das Lied halt nicht, ne? Ich wollte Epona dem mächtigen Ganondorf zum Geschenk machen. Nun habe ich sie beim Pferderennen verloren. Vermaledeit. Nun gut, so sei es denn. Ich halte mein Versprechen, das Pferd möge dir gehören. Mir nur, die Farm darfst du mit ihr nicht verlassen. Da wurde auf jeden Fall jetzt auch das Geschlecht gedroppt. Es ist eine Dame. Wer hätte es gedacht? Epona muss man sich schon verdienen. So ist es. So. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, hier wieder rauszukommen. Wir könnten entweder direkt hier über das Tor drüber springen und über ihn hinweg, was ziemlich witzig ist. Oder wir gehen halt hier hinten außen rum. Bipboot, hättest du Zeit und Lust, mal Dark Souls zu zocken? Wir haben Dark Souls tatsächlich sogar schon mal gezockt. Es ist lange her. Ich habe es mal live gestreamt vor vielen, vielen Monaten. Aber nach Elden Ring war die Idee schon mal da, sich auch die anderen Souls-Likes mal zu gönnen. Aber momentan, ne, die Liste, sie ist riesig. Aber ich will es nicht ausschließen. Wir sind übrigens frei. Und haben Epona uns organisiert. Direkt auf den Arsch gezoomt. Ich weiß nicht wieso, aber ist auch nicht so wichtig. Der erste Schritt ist getan. Wir haben Epona. Wenn ihr euch dann noch erinnert, Sheik hat uns ja gesagt, bevor das hier jetzt dick weitergehen kann, brauchst du erstmal was aus Kakariko. Deswegen machen wir uns jetzt erstmal auf nach Kakariko und holen uns das wichtige Item, das wir benötigen, um in den Waldtempel hinaufzukommen. Epona sieht gar nicht aus wie auf deinem Artwork. Skandal! Ich wollte auch sagen, sie wurde wieder ersetzt durch das Original. Ich bin ein bisschen traurig. Man konnte nicht mal die Farbe ändern. Wenn man wenigstens, wenn ich jetzt nur das Braun durch Gelb ersetzen hätte können, dann wäre das schon ziemlich close. Fehlt halt das Horn, aber, und sie ist zu groß. Und, eine Dame, aber Sonnen, wäre es schon fast richtig gewesen. Düz, der schwarze Schmetterling. Freunde, Freunde, Füchse, guten Morgen. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier bei unserem Stream. Gegen die Einsamkeit und dem diesjährigen Ocarina of Time Marathon. So, willkommen im Kakariko. Man weiß nicht, also ich frage mich die ganze Zeit schon, was ist mit diesem Baum passiert? Er sieht aus, als wäre er umgedreht worden und wieder in den Boden gesteckt. Ne? Sieht komisch aus. Aber egal. Jetzt machen wir erstmal wieder Musik, denn wir machen erstmal wieder Tag. Link sieht auch normal aus. Ah, jetzt nicht mehr. Nee, der sieht schon die ganze Zeit so aus. Das ist alles solide. Das läuft solide. So, was ich jetzt als erstes machen muss, weil es mich voll nervt, die Ocarina muss auf dieses Numpad da. D-Pad, so heißt das, nicht Numpad. Das Gewand sah bei dem Licht tatsächlich sehr grün aus. Ich bin ja auch vorhin einmal drauf reingefallen. Wo waren wir denn da? Durch diese indirekte Beleuchtung der Umgebung, wie auch immer das wieder heißt, ich wusste den Fachbegriff mal, nimmt ja Link die Farbe der Umgebung an, also dann strahlt halt Licht vom grünen Boden auf ihn und dann wird er so grünlich. Da bin ich auch schon drauf reingefallen und dachte, hä, ist das jetzt wieder normal? Aber nee, es strahlt einfach nur in wunderschönem, hellen Grün. Jetzt können wir uns hier erstmal ein Herzteil holen mit der wunderschönen Pflanze, die wir eingepflanzt haben. Ja, doch, Herz aber richtig. Sammle noch zwei, das kriegen wir hin. Und nun müssen wir den guten Boris besuchen. Boris ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, in diesem Grab. Ja, ist ganz üblich hier, dass man Gräber aufschiebt. Global Illumination heißt es. Genau, so heißt es. Schatz, sie hat recht. Gelbfuchs hat hier wieder die Fachbegriffe parat. Fragezeichen. Okay, man sieht, Boris hat es nicht geschafft. Aber er ist immerhin ein Engel. Hey, Junge, bist du gut zu Fuß? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wette laufen, wenn du es dir zutraust. Los geht's. Ich bin gespannt. Also normalerweise kriegt man es immer First Try hin. Aber manchmal legt er seine Feuerdinger echt mies. Hey.
So. Na, Boris? Oh. Ja, muss ein bisschen aufpassen, wir mal hier rüber. Da rum, da lang und durch. Immer schön dem Boris hinterher, ne? Folgen Sie dem Boris. Und hoch. Aus Link, wir haben nicht so viel Zeit. Uah. So, jetzt heißt es rollen. Oh, und nicht reinrollen. Das natürlich nicht. Boris, ich bin zufrieden. 58 Sekunden, ich glaube, es ist ein neuer Rekord und ich bin nicht ein einziges Mal ins Feuer reingerollt. Das gab es, glaube ich, noch nie. So, Boris, guten Tag. Die Zeit, die Zeit beträgt 58 Sekunden. Boah, Junge, du bist gut zu Fuß, wa? Zur Belohnung werde ich dir meinen Fanghaken anvertrauen. Damit wirst du nun an Orte gelangen, die bisher außerhalb deiner Reichweite lagen. Besuch mich doch mal wieder, wenn du in der Gegend bist. Dann gebe ich dir wieder etwas Wertvolles. Noch etwas. Sei auf deinem Rückweg sehr vorsichtig. Ja, nee, wir kürzen natürlich ab. Wir gehen doch nicht den gleichen Weg zurück. Wir sind doch nicht von gestern, ne? Düdel, 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 düdel. Der Fanghaken. Wunderbar. Ja, 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 ja. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen da lang. Hier haben wir jetzt einen Block, auf dem wir das Symbol der Zeit sehen. Und ich muss jetzt einmal kurz wieder nachgucken, wie diese wunderbare Hymne ging. Noch geht's ja. Schnell, schnell, schnell. Hymne der Zeit. Rechts A runter. Okay. Rechts A runter. Rechts A runter. Wait, den Fanghaken bekommt man nicht in einem Dungeon? Fragt Giron. Das ist korrekt, den ersten. Es gibt aber nachher eine verbesserte Version davon, die viel weiter schießt. Den bekommst du natürlich in einem Dungeon. War das jetzt hier? Ja. Jetzt passt auf, wo wir rauskommst. Ganz witzig. Wir sind in der Mühle. In die bin ich als kleiner Stöpsel mit euch nicht reingegangen. Leider. So, warte. Auch einer der besten Tracks. Tracks. Und hier können wir uns direkt das nächste Herz da reinschnabulieren. Da gibt es auch eine richtig tolle Metal-Version von. Ein Herzteil, finde noch eins und du kriegst das nächste Dingenskirchens. So, jetzt schnacken wir mal mit dem Mann. Er wirkt etwas unentspannt. Findet ihr nicht auch? Ah, ich werde nie vergessen, was vor 7 Jahren geschehen ist. Daran ist nur dieser Typ mit seiner Ocarina schuld. Wenn er sich nochmal sehen lässt, kann er etwas erleben. Was denn passiert? Darf ich auch Ocarina? Was? Du besitzt eine Ocarina? Das darf doch nicht wahr sein. Das erinnert mich an diesen Tag vor genau 7 Jahren. Sethi, Grüße gehen raus. Moin, moin. Hol dir einen Kaffee. Ich reiche dir einen rüber. Willkommen. Oh, schön, dass du hergefunden hast. Damals kam so ein Rattengesicht hier rein. Ein Rattengesicht. Wie unhöflich ist das denn? Aber gut, ein bisschen rattig bin ich auch schon. Und hat ein seltsames Lied gespielt. Das hat alles durcheinander gebracht. Nie werde ich dieses Lied vergessen. Rattengesicht. Der kleine Rattenjunge, ja. Du hast die Hymne des Sturms erlernt. So, wunderbar. Man sieht, es regnet jetzt auch im Haus. Also kein Thema. Der Sturm ist auch innen drin. Entstehen oben so kleine Wölkchen und dann geht's ab. So, wo wir dann schon mal hier sind. Wir waren auch noch nicht im Skultulas Haus. Da könnten wir auch noch mal reingehen. Das habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt. Und zwar, ihr habt ja gesehen, dass wir diese goldenen Skultulas einsammeln. Und tatsächlich sind da so ein paar Leute, die sind verflucht worden. Und je mehr Skultulas wir sammeln, wie im Skultula Haus, desto mehr befreien wir. Da können wir kurz mal die Geschichte uns anhören. Wir sehen so aus, weil auf uns der Fluch der Skultulas lastet. Aber du hast 11 Skultulas zerstört, daher lässt nun langsam die Wirkung des Fluchs nach. Haben dir meine Kinder, die du erlöst hast, etwas zur Belohnung gegeben? Man wird übrigens nur dann sehr reich, wenn man so viele goldene Skultulas wie möglich vernichtet. Du findest sie nur, wenn du deine Umgebung stets aufmerksam erkundest. Bitte hilf uns, wir zählen auf dich.
von sämtlichen Belohnungen, die ihr hier bekommt. Ein Jahr wieder. Moin, meine lieben Schwabi, Grüße gehen raus. Danke für dein Abo. 12 Monate. Irre. Die Belohnungen, die ihr hier bekommt, sind in der Regel alle unwichtig. Also ihr braucht sie nicht, um das Spiel durchzuspielen. Es gibt eine größere Geldbörse, das ist ganz nett. Aber man braucht eigentlich kein Geld und deswegen brauchen wir das nicht. Der Fluch ist von mir genommen. 1000 Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Die große Börse. Jetzt können wir nämlich 200 Rubine tragen. Das reicht. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Könntest du kurz die Geschichte mal erklären? Meinst du die Geschichte der Skultula-Leute hier? Oder was meinst du genau? Für eine Geschichte? So, damit haben wir das. Jetzt gibt es einen ganz nice Trick, wie man gut an Geld kommt. Aber ich will jetzt aber keine Fee opfern. Ja, also die Geschichte ist tatsächlich einfach nur, dass die verflucht worden sind, warum auch immer. Da gibt es bestimmt auf der Wiki-Seite zum Game mehr Informationen, warum das passiert ist. Und wir sollen jetzt dann halt die Skulltulas zerstören. Und je mehr wir zerstören, desto schwächer wird der Fluch. Dann werden die immer mehr befreit und wir kriegen jedes Mal eine Belohnung, wenn wir dann... Alle 10, glaube ich. So, versuchen wir mal wieder unser Glück. Guten Tag. Willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur 20 Rubine. Jo. Okay. Jetzt geht's wieder los. Ich habe die Steuerung noch nicht umgestellt. Das heißt, es ist wieder genauso schrecklich wie zuvor. Oh je. Oh Gottes Willen. Okay, das ist wirklich ein bisschen sehr schnell. Ah, das kriegen wir schon hin. Oh nee, das ist zu schnell. Eieiei. Oh. The Sadness. Du brauchst offenbar etwas Training. Willst du es nochmal wagen? Ja, einmal können wir, glaube ich, noch. Komm. Yo, yo, yo. Geht los. Oh je. Oh nein, die Roten. Okay, jetzt kommen die Blauen. Läuft doch. Ich bin begeistert. Klasse. Göttlich. Hier, nimm dieses einzigartige Präsent an dich. Du, man kann das auch mit viel zu vieler. Ach ja, lol. Ich voll Idiot. Ich voll Idiot. Ich bin zu früh. Aber gut, wir sehen, wir können das schon. Wir sind zu früh. Wir müssen natürlich erst ein gewisses Item bekommen, bevor wir hier eine Verbesserung uns erspielen können. Ja, da bin ich mir selbst mal wieder voraus. So eine Scheiße. Jetzt habe ich das umsonst gemacht. Naja, wir haben ja wieder Kohle reinbekommen. 69, Leute. Läuft wieder. So eine Scheiße. Müsste doch gehen, dass du mit der Maus zielen kannst. Das kann man, glaube ich, einstellen, wenn man möchte. Iri, so, ich muss mich ganz mal kurz um meine Wäsche kümmern. Muck das mal. Wäsche hat immer Vorrang. Wäsche ist richtig und wichtig. So, Leute. Nun geht das aber los. Lass mich mal überlegen, wie wir weitermachen. Wir werden jetzt tatsächlich uns schon um ein Item kümmern, das ich gerne haben möchte. Dafür müssen wir wieder umdrehen. Bin in die... Wo startet denn die Quest? Die Fetch-Quest? Die startet in Kakariko, glaube ich. Mit dem Huhn. Es gibt nämlich ein besonderes Schwert im Spiel, das man nur bekommt, wenn man so eine Fetch-Quest macht. Man braucht das Schwert auch wieder nicht, aber ich finde es mega gut, weil es macht ordentlich Damage. Man kann dann zwar nicht mehr blocken, aber wer so einen hohen Damage-Output hat, der braucht auch nicht mehr blocken, weißt du? Und dieses Schwert möchte ich gerne haben. Um es zu bekommen, muss man ein bisschen rumeiern. Das ist das letzte Mal rumeiern und danach so noch Dungeon ballern. Deswegen, das würde ich gerne mir noch mit euch holen. Und ich vergesse jedes Mal, wie die Quest beginnt. Ich glaube aber hier bei der guten Dame mit dem Hahn. Schauen wir mal. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hallo. Ich habe ein neues Huhn gezüchtet. Ich nenne es Kiki. Und ich bekomme keine Allergie, wenn ich es anfasse. Es passt auch in die Hosentasche und ist praktisch, um faule Langschläfer aufzuwecken. Schon mal was davon gehört? Es hat Spaß dabei, richtig laut zu gackern. Ganz besonders, wenn es eine Schlafmütze aufwecken darf. Aber so ganz zufrieden ist Kiki im Augenblick noch nicht. Du siehst aus, als hättest du ein glückliches Händchen für Hühner. Ja, das stimmt wohl. Hier, nimm dieses Ei mit. Ist Kiki ausgeschlüpft, dann bring es irgendwann zu mir zurück und ich schaue, wie es sich fühlt. Was hältst du davon? Willst du es ausprobieren? Ja, sicher doch. So, wir haben mal wieder ein Ei bekommen. Das müssen wir jetzt erstmal ausbrüten.
Das können wir machen, indem wir einen kleinen Abstecher zum Hyliasee machen. Da können wir uns nämlich noch ein Herztal organisieren. Und dann kehren wir mutig und munter wieder zurück. Nochmal nachgelesen, die Familie wurde wegen ihrer Gier verflucht und ihres Reichtums beraubt. Erziehungsmaßnahme erfährt man, glaube ich, vom Bürgermeister. Das könnte sein. Wir können ihn gleich mal anschnacken. Danke für die Aufklärung, Kay. Seitdem wir das halt so oft immer, oder seitdem ich das so oft spiele, schnacke ich nicht mehr jeden NPC an. Also normalerweise redest du ja mit jedem. Hier sind ja überall noch Leute und du kannst auch jeden ansprechen, auch in Kakariko. Und da gibt es natürlich auch jeweils noch ein paar Hintergrundinformationen. Aber wir spielen das ja wirklich sehr oft. Und deswegen quatsche ich nur noch die wichtigen Leute an. Wenn es aber mal gewünscht ist, könnte man nächstes Mal gerne wieder alle ansprechen. Kein Thema. Hätte ich auch kein Problem mit. Nach so langer Zeit könnte man es ja mal wieder machen. Ne? Dann wird der Stream aber lange dauern. Ja, dann schaffen wir es auf jeden Fall nicht vor Sonntag. Letztes Mal sind wir am Samstag schon fertig geworden. Das war ein bisschen crazy. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Nein, was machst du, Fuchs? Da willst du nicht hin. Umdrehen. Oh. Und das Kopf ist mal eben gerade in die Wand reingeeiert, aber ist nicht schlimm. Wobei, wir hätten das machen können, wenn wir den Sprung mitnehmen können. Aber ich will euch auch mal den anderen Weg noch zeigen. Wir sind ja jetzt bepferdet. Das Geräusch der Möhren ist ja niedlich. Treibt das schwarze Schmetterling. So, guck mal, so kommen wir nämlich jetzt auch hier lang. Gefährdet sind neue Möglichkeiten vorhanden. Willkommen im Hyliasee. Es ist mal wieder Nacht, weil ich jedes neue Gebiet in der Nacht erkunde. Warum auch immer. Der HD-Fox, Grüße gehen raus. Auch dir ein herzliches Willkommen. So, und hier des Nächtens. Können wir mal eben hochfahren. Hoppala. Ich habe noch gar keinen Bogen oder sowas, weil wir müssen den so wegkriegen. Da sind nämlich jetzt nervige Vögel. Ich habe noch gar keine Fernkampfwaffe. Ist egal, ich versuche mal mein Glück. Wir müssen jetzt nämlich nach oben. Problem ist, wenn die Vögel kommen, au, dann schmeißen die dich runter. Siehst du? Man sollte ihn vorher... Ah, den Haken. Ach, du bist so clever. Wow, du hast ein Ei ausgerüstet. Ausgebrütet. Ich habe den Haken vergessen, weil ich einfach ein bisschen dumm bin, ne? Ja, ihr habt es auch schon alle bemerkt. Dankeschön. Ich finde es immer gut, wenn ihr meine Dummheit wieder hervorholt. Das holt mich ab. Was war mit dem Vogel denn gerade los? Der Dekonüsse, gut, die Dekonuss würde ihn vielleicht, stunnen. So, ich glaube, das war's. Dann können wir jetzt mal nach oben und die schöne Aussicht genießen. Herrlich. Herrlich. Und hier finden wir ein weiteres Herzal. Und damit kriegen wir ein neues hinzu. Sehr schön. Ich glaube, man könnte sich noch, noch eins holen, wenn man wollte, aber vor dem nächsten Dungeon müssen wir uns jetzt nicht noch eins holen. Wo wir jetzt gerade schon mal hier sind, ich gucke mal, ob wir uns schon die Melodie für diesen Ort hier organisieren können. Dann können wir uns nämlich schneller her teleportieren. Das wäre ja ganz nett. Ach, sieht so schön aus. Es ist einfach so unfassbar flüssig, das macht mich fertig. Das macht mich einfach fertig, wie wunderschön flüssig es läuft. Da werde ich mich, glaube ich, auch die ganze Wochenende dran nicht gewöhnen. Das wird nicht passieren. So. Mal sehen, kommt sie jetzt hier schon? Nö. Na gut, ich habe gedacht, vielleicht. Aber dann können wir ja abhauen. Dann kehren wir jetzt zurück nach Kakariko. Wir haben ja jetzt ein ausgebrütetes... Ich werde jetzt mal zu Armored Core 6 wechseln und den Stream nebenbei laufen lassen. Macht das Schatz, ich wünsche viel Spaß. Berichte gerne mal. Wieso die gestern kam hier auch noch jemand rein. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer es war. Der auch gerade am Daddeln war. Der Bipfurt. Meine lieben Füchse, ich verabschiede mich mal wieder und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke dir, das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Genieß den Samstag. Oh, vielleicht sieht man sich ja im Laufe des Wochenendes nochmal. Wir satteln jetzt unsere gute Epona wieder. Was ist denn mit diesen Vögeln los? Ey. Nee. Genau, das lassen wir mal schön bleiben, Bruder. So, Kaffee ist fertig. Bedient euch. Ach, Schwabi gibt eine Runde Kaffee aus, Leute. Ich könnte auch gleich wieder einen vertragen. Den hier nähert sich schnell dem Ende. Ach, so was herrlich, du, oder? Herrlich. Hier rüber. Und nochmal rüber.
Da gibt es auch noch ein Herz mit einer Bombe, aber ich glaube... Oh, Wassermarsch. Wassermarsch! Grüße an den schwarzen Schmetterling. Ich hätte gerne noch, wenn sowas getriggert wird, dass jemand Wassermarsch ausgibt, dann dass hier so eine Animation kommt, so ein Fuchs, der dann irgendwie nass wird oder sowas. Grüße gehen raus an den Elite. Der kann sowas realisieren. Wobei, da würde auch eine GIF gehen. Oder wie wir Experten sagen, eine GIF. Ich weiß noch nicht, wie man das triggern kann, wenn einer so mit den Punkten was kauft, dass ich hier im OBS einen Layer aktiviere. Da gibt es bestimmt Plugins oder sowas für. Das wäre noch cool. Das würde mir dann aber reichen. Da sind wir Profi-Twitch-mäßig genug unterwegs. Mehr Profi-mäßig müssen wir nicht mehr werden. Nass mittels Wassereimer von oben zum Beispiel oder so. Oder selber so stehend und dann an so einer Leine ziehen und dann kommt Wasser von oben oder irgendwie sowas. Das wäre lustig. Und gleich ist halt auch mit dem nicht fluchen und sowas, dass da ein Timer läuft und so. Das kann ich hier natürlich über Knöpfe selber machen, aber cooler wäre halt, wenn es von automatisch geht, wenn einer das triggert. Mit den Punkten. Das wäre noch cooler. Da geht's bestimmt irgendwie. Ich habe mich aber noch nicht informiert. Schauen wir mal. Setti! Ja, yeah, gibt es. Ich müsste mal nachschauen, ob ich das mit Streamlabs gemacht habe. Muss mal gucken. Streamlabs, genau, da nutze ich halt auch nicht den Bezahl-Dings. Da habe ich nur diese Free-Version. Ich benutze auch das normale OBS und nicht das Streamlabs OBS. So, wir haben ein Hühnchen. Und wir haben ja gehört, das Huhn... Und wir machen erstmal Tag. Kein Bock, im Dunkeln rumzulaufen. Das Huhn möchte glücklich sein und damit Kiki glücklich ist, muss sie eine Schlafmütze aufwecken. Zum Glück kennen wir ja eine Schlafmütze. Und ich weiß noch ganz genau, wo sie ist. Ich benutze Streamlabs OBS, auch free. Ja, die haben halt... das Streamlabs OBS ist halt eine... sehr schmutzige Geschichte und deswegen nutze ich das nicht. Ich nutze das normale OBS. Streamlabs OBS nutze ich nicht. So, wir hören hier einen uns bekanntes Schnarchen und ich würde sagen, Kiki freut sich bestimmt, wenn wir hier einmal... Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Na moin, du hast Marlon gerettet? Danke. Dann kann ich ja wieder auf die Farm zurück. Ja, kannst du eigentlich machen, ne? Also... Oh je, ich werde das wohl googeln. Ja, ist halt ein bisschen schmutzig. Kannst du mal machen. Ist eine schmutzige Geschichte und deswegen... Ich sehe halt auch keinen Vorteil, das zu verwenden. Das normale OBS funktioniert ja tadellos. Guten Tag, ich habe hier Kiki wieder mitgebracht. Oh, Kiki sieht ja sehr gesund und fröhlich aus. Es muss eine arge Schlafmütze geweckt haben. Sie schreibt ja auch schon, Streamlabs OBS hat doch den Markennamen geklaut und Teile des Open Source Codes. Genau, die wollten es, die haben es nicht hingekriegt, aber sie hatten den Versuch, OBS als Markennamen zu klauen von dem Open Source Projekt und haben halt Teile des Open Source Codes gemobst. Und das ist schon ein schöner, ziemlicher Dick-Move, ne? Aber wen das näher interessiert, wir wollen es jetzt hier nicht ausfahren. Wir haben ja immer gute Laune hier. Aber wer das näher interessiert, einfach mal googeln. Ist eine interessante Geschichte. Das hast du gut gemacht. Ich werde dir ein sehr seltenes Hühnchen mitgeben, wenn du willst. Ich nenne es Henny. Es hat einmal meinem Bruder gehört. Die blauen Federn sehen sehr, sehr schön aus. Nicht wahr? Es ist so süß. Seit mein Bruder verschwunden ist, gackert Henny gar nicht mehr. Möchtest du Henny behalten? Ja, sicher doch. Komm, gib her. Blauer Fuchs, blaues Huhn, also wir gehören ja zusammen. Ist ja nun mal so, ne? Du hast Kiki zurückgegeben und dafür Henny bekommen. Im Gegensatz zu anderen Hühnern kräht Henny selten. Gute Laune ist immer gut, so sieht's aus, okay. Hab ja gesagt, ich bin ein bisschen... Wir können immer gerne über alles reden, aber ich versuche immer jetzt ein bisschen... Man muss auch mal seine Meinung vertreten und so, das ist schon wichtig. Ist ja nicht so, als hätte man keine Meinung. Aber primär wollen wir hier einfach nur eine gute Zeit haben und daddeln, ne? Und einfach gemeinsam ein bisschen chillen. Und draußen ist genug Scheiß am Start, die müssen wir ja nicht noch mit hier reintragen, ne? Das sag ich jetzt auch immer. Das ist hier ja gerade unser kleiner Feelgood-Space, damit wir mal ein bisschen abschalten können. Ne? Raus aus der realen Welt, kurz einmal alles vergessen. Und schön hier durch Hyrule laufen, wo auch alles im Arsch ist, ne? So eine Scheiße. Guten Morgen, ihr Lieben. Momoji, guten Morgen. Nimm dir einen Kaffee, Schwabi, gib eine Runde aus. Gesell dich zu uns. Wir machen jetzt gerade wieder einen Abstecher in die verlorenen Wälder. Jetzt kommt die traurige Geschichte, wo, Giron. Das war, glaube ich, jetzt den du meintest, ne, mit der traurigen Geschichte. Da, wo wir jetzt hingehen. Wir sind clever.
Wir müssen nämlich gleich ein bisschen Speed beweisen. Na, wobei jetzt gleich, glaube ich, noch nicht. Aber wir drehen jetzt erstmal Eponier schon mal. Herab, bitte. Oh, wie er sie gepätschelt hat. Jo, ab geht's. Jetzt seht ihr auch mal gleich, wie sich's in dem Kokiri-Dorf verändert hat. Sieht nicht so gut aus, sag ich mal. Ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Oha, ihr seht, irgendwie sind hier Gegner. Die Kokiri sind weg. Irgendwie alles in Dutt gegangen. Schön ist das nicht. Aber wir sind ja da. Wir geben alles. Jo. Moin, keine Zeit. Für dich hier muss ich eben vorbei. Dankeschön. So, wir gehen dahin, wo das Horror-Kit damals war. Da finden wir aber jetzt nicht mehr das Horror-Kit, sondern ihr seht hier, den kennen wir noch aus Kakariko. Der saß da mal am Baum. Hallo? Er reagiert nicht. Er scheint zu schlafen. Und das ist ihr Bruder. Und jetzt holen wir Kiki einmal raus. Oh je, mine. Henny? Ich meine Henny natürlich. Was? Ich dachte nur, ein netter Mensch wie ich kann dich zähmen. Das bedeutet, du musst in Ordnung sein. Ja, ganz bestimmt. Ich vertraue dir. Tust du mir einen Gefallen? Bring dieses hier zum Laden der Hexe Asa in Kakariko. Doch lass dir nicht zu viel Zeit, denn sonst löst es sich auf. Okay. Wir haben jetzt den Schimmelpilz erhalten. So ein frischer Pilz fault sehr schnell. Ach, da ist jetzt was für Schatzi. Also bring ihn rasch zum Hexenladen in Kakariko. Let's go, wir haben 3 Minuten. Die Sache, die ich jetzt immer habe, ich kenne nur einen Weg, wie man da hinkommt, und zwar durch den Magieladen. Wenn aber Nacht ist, ist der Magieladen zu. Ich selber darf aber nicht das Zeitlied spielen, um wieder Tag zu machen, weil dann ist der Pilz vergammelt. Gibt es noch einen anderen Weg abseits des Magieladens zur Hexe? Das frage ich jedes Jahr wieder und jedes Jahr vergesse ich es wieder. Aber diesmal bin ich clever und frage jetzt, wo wir losreiten, damit ich gleich noch Zeit habe zu reagieren. Gut, ne? So, los geht's. Und jetzt wird es nämlich, wie ihr seht, Nacht. Ist mein Just My Luck. Und dann stehen wir nämlich gleich vor Kakariko und müssen warten, bis wieder Tag ist. Und dann dauert es zu lang. Darf man hier draußen vielleicht die Zeithymne spielen oder verfault dann der Pilz trotzdem? Weil hier draußen vergeht die Zeit ja normal. Es dürfte ja eigentlich scheißegal sein. Gibt es nicht. Gibt es nicht einen Secret-Eingang oder so? Wo denn? Wir können es ja mal rausprobieren. Mehr als, dass es jetzt nicht klappt. Hinterm Haus, meine ich. Aber der Magieladen ist ja da oben. Hier ist er ja. Und der Magieladen selber hat keinen Hintereingang. Den einzigen Weg, den ich kenne, um da hinzukommen... Weil ihr seht ja, hier kommen wir nicht hinten rein, da gibt es keinen hinten rein. Und den einzigen Weg, den ich kenne, ist jetzt hier durch. Aber das ist ja verschlossen. Und um da hinten hinzukommen, müsste ich jetzt ja dann hinten rein. Aber da will ich ja sowieso hin. Und ich kenne jetzt keinen anderen Weg mehr darüber. Ich kenne keinen. Jetzt kann man auch versuchen, darüber zu gehen. Huhn und Zaun. Ja, Hühner sind nicht mehr da. Das ist das Problem. Gibt keine Hühner mehr. Kann ich darüber? Warte, vielleicht können wir uns daran. Nee. Vielleicht daran? Nee. Ich kenne da wirklich keinen anderen Weg mehr. Ich kenne nur den hinten durch den Magieladen. Also Lied spielen geht auf jeden Fall nicht. Nee. Enterhaken geht aber... geht auf die Dächer. Ja, das können wir nochmal probieren. Und das habe ich jedes Mal. Das passiert mir jedes Mal. Ich habe genau dann das Timing, dass es Nacht ist. Und dann stehe ich hier wie so ein Volldödel. Und weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Man kann halt versuchen, auf das Dach zu kommen. Das können wir nochmal probieren. Kriege ich das Dach irgendwie hier angegriffen? Nee. Jetzt muss ich mal ein Dach finden, wo ich rauf kann. Das da. Kann man den Sprung wagen? Ich komme halt auch die Dächer auch nicht rauf. Mit dem langen Enterhaken kommt man auf die Dächer auf der anderen Seite, aber ich muss ja hier direkt aufs Dach drauf. Geht nicht. Vom Turm aus. Turm hoch. Versuchen wir das mal. Aber ich glaube, vom Turm aus können wir nicht mit dem Enterhaken. Der ist nicht lang genug. Das kann es knicken. Wir können höchstens versuchen zu springen. Das Problem ist, der Seitensprung funktioniert auch nicht, weil da jetzt ein Dude steht, den man immer anvisiert. Wir können es ja trotzdem nochmal versuchen. Ja, ich weiß, die Zeit ist abgelaufen. Aber jetzt geht es mir... oh, jetzt führt es mich wieder ganz zurück. Okay, pass auf. Wir machen einfach jetzt nochmal direkt... jetzt ist Tag. Warte. Es ist ja jetzt Tag. Dann sollte es jetzt ja klappen. Warte, wir machen es nochmal. Thank you.
Natürlich kann ich das hier benutzen. Das habe ich doch schon dreimal gemacht jetzt. Willst du mich verarschen? Nein, nein, hau ihn nicht an. Los, Henny, bitte. Das Einbrechen Nacht ist, glaube ich, fest programmiert. Ich glaube, man muss ganz gewagt springen von der Mühle aus. Von der Mühle aus? Weil man erwachsen ist, sollte das auch ohne Huhn gehen. Wir probieren es gleich mal. So, wir machen es jetzt nochmal. Jetzt ist ja gerade Tag gewesen. Insofern sollten wir das schaffen. Glück. Vielleicht kann man auch draußen das Lied noch spielen, weil wenn man draußen ist, dann geht ja nur die Zeit rum. Also, da verändert sich ja nicht die Map. Das dürfte eigentlich funktionieren. Bin mir nicht sicher. Aber da, vor diesem Problem stehe ich jedes Mal. Das alle Jahre wieder. Oh, das ist Eponier auch nicht da. Nee. Wie geht denn Eponier? So. Wir können sie übrigens jederzeit mit dem Lied rufen, habe ich auch noch vergessen zu erwähnen. Die kommt dort entgegengeritten, wir laufen der guten Dame auch mal entgegen. Hallo, lass mich dich streicheln. So, eben aufsatteln und los. Der ist nicht lang genug. Ja, heute ist wieder schlimm, ne? Geht direkt morgens schon los hier mit euren ganzen sexuellen Anspielungen. Also vor der Mühle. Ja, wir haben ja Zeit, wir probieren jetzt mal. Vielleicht haben wir Glück und es wird eh gleich Tag. Es könnte klappen. Guck mal, das sieht gut aus, das wird hell. Oder? Bilde ich mir das ein? Hier, guck mal, wir warten kurz. Es wird jetzt hell. Wir können danach trotzdem mal kurz gucken, ob man vom Turm... Ich will es einfach mal wissen für nächstes Jahr. Was ist das? Wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Krähan, Kräh! Danke! So, da muss jetzt dann auch ein bisschen rollen. Es nützt nichts, wir müssen schnell sein. Ich denke einfach an meinen Traum, wo ich mich ordentlich geprügelt habe. Da ist kein Platz für verdorbene Gedanken. Das klingt nach einem interessanten Traum. Was war denn da los? Also ich träume jetzt tatsächlich relativ selten. Heute war wieder nichts los bei mir. Das müssen wir uns sehr beeilen. Eine Minute haben wir noch. Das ist der Weg, den ich kenne. Hier rein. Den Typen wegignorieren. Ja, moin. Tschüss. Den brauchen wir nämlich nicht. Dann hier rum. Jetzt nicht ins Loch reinfallen. Eieiei. Hier hoch. Und rum. Aber wir können gleich mal gucken. Wir versuchen gleich mal andere Wege. Wir haben ja Zeit. So, und jetzt sind wir im Magieladen und nun den Pilz raus. Oh, nerv mich nicht. Hier. Hallo. Oh, sie hat eine süße Katze. Dieser Taugenichts. Er musste unbedingt in den Wald gehen. Hm, ich verstehe. Hey, gib das sofort her. Ja, hier, nimm. Internet bestätigt meine Theorie. Also das mit dem Springen. Probieren wir gleich mal. Wenn du den Dummkopf siehst, dann gib ihm dies. Es ist die stärkste Medizin, die ich je gebraut habe. Aber sie wirkt nicht bei jedem. Der Modertrank. Der Modertrank ist bestimmt nützlich. Geh doch mal in den verlorenen Wälder. Es heißt, gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Ich glaube, das ist wahr. Ja, da kann ich nur zustimmen. Das stimmt auch. So, jetzt haben wir ja Zeit. Der Modertrank, der hält. Jetzt probieren wir es mal mit dem Springen. Meinst du... Du merkst dir die anderen Wege bis nächstes Jahr? Ich glaube schon. Das ist hier wie so eine. Das ist so ein Flashback-Moment. Das kommt dann immer wieder. Ich springe jetzt einfach mal ohne Huhn geradeaus. Okay, das hat aber jetzt so überhaupt gar nicht funktioniert. Giron? Von wo denn? Also, was wäre jetzt genau der Absprungpunkt? Auf den Zaun? Ah ja, vom Zaun aus. Das könnte klappen. Und dann rüber. Das ist voll die gute Idee. Und dann direkt rüber? Oder auf den anderen Zaun hin, ne? Ja, das könnte klappen. Das könnte klappen. Warte mal, warte mal. Das könnte funktionieren. Und dann auf den, nicht auf den da hinten, sondern auf den Zaun da so seitlich. Das könnte funktionieren. Ja, okay, er hat sich festgehalten immerhin. Ich glaube, das könnte klappen. Das könnte klappen. Lass uns einmal probieren. Aber das geht wohl.
Also ich sage voraus, dass er nächstes Jahr von dem gleichen Problem steht, sagt Moppelwolf. Danke, Moppel, für dieses Vertrauen. Du kennst mich gut. Er hält sich hier nicht fest. Ich sag mal, aber es könnte an der PC-Version liegen. Sag ich, wie es ist. Aber das könnte klappen. Aber das könnte durchaus an der, an dem PC-Port, an der Umsetzung liegen, dass das da hier irgendwie ein paar Physikprobleme gibt oder so. Dani, Grüße gehen raus, moin moin! Wir probieren jetzt einmal nochmal vom Turm aus mit dem Haken, das wir jetzt auch nochmal wissen. Reicht der Enterhaken nicht bis zum Dach vom Haus mit dem Minispiel? So weit reicht der, glaube ich, nicht. Der wird auch nicht von hier oben runterreichen. Der ist ganz kurz, der erste. Später, der längere, der kann mehr. Aber wir probieren es mal. Wir mal gucken. Siehst du, das reicht schon mal nicht. Und, ja doch, das könnte, der Sprung könnte, dann laber den noch nicht an. Der Sprung könnte halt mit Glück klappen. Aber da ist jetzt halt der Typ und deswegen kann man nicht mehr springen. Also das funktioniert auch nicht. Ihr seht das Problem. Und das habe ich jedes Jahr. Also bis jetzt habe ich noch keinen funktionierenden Weg gefunden. Zumindest nicht auf der PC-Version. Ich versuche jetzt einmal nochmal das Springen, weil ich es nochmal wissen will jetzt. Und das ist wieder mein Love Interest. Dach, Mann. Ja, wir sollten ihn als Kleiner nochmal besuchen. Ich glaube, das gönne ich dir auf jeden Fall, dass wir dem nochmal einen kleinen Besuch abstarten. Dem Dachmann. Ich habe mich verliebt in den Dachmann. Kleine Reni, Grüße gehen raus und moin moin. Danke dir für dein Abo. 28 Monate, holy shit. Okay, ich gebe es jetzt auf. Wir haben ja den Mola-Trank. Hau jetzt ab. Bis ans Zaunende. Okay, jetzt kommt hier Kay nochmal um die Ecke. Wenn du auf dem Zaun stehst, kannst du den Enterhaken, den anderen Zaun. Ja, geilo! Weil wir probieren es jetzt erstmal vom Ende aus. Bis ans Ende. Da unten steht auch dieser Bartmann und fragt sich so richtig, was ist los mit ihm? Erstmal Enterhaken. Kann ich hier was Enterhaken? Die Tür vielleicht? Nö. Kann ich den Enterhaken? Nö. Das Ding? Nö, also Enterhaken wird nichts. Ja, guck mal, so funktioniert's. Wir haben einen Weg gefunden. So, jetzt müssen wir uns das merken für nächstes Jahr. Bitte, das muss eine kollektive Leistung werden. Ich versuch's, aber ich glaube, es wird nichts. Ah doch, das kann ich mir jetzt merken. Ich werde dann nur zu aufgeregt sein und dann dreimal verkacken. Und dann wird's doch nichts. Aber läuft. Wir haben gemeinschaftlich einen Alternativweg gefunden. Ich bin sehr dankbar. Dankeschön, Leute, dass wir hier gemeinsam... das war schön. Ist jetzt das dritte Mal, dass ich den Zelda-Marathon mitschaue. Alter, das ist... es ist auch immer eine schöne Tradition. Ich freue mich auch jedes Jahr drauf, wirklich. Freue mich jetzt auch schon für nächstes Jahr. Immer wieder schön. Los geht's. Du willst doch nur den Dachmann sehen. Ob das unter Zeitdruck funktioniert, fragt Schwabi. Ja, das ist halt die Frage, ne? So, wir gehen zurück in die verlorenen Wälder. Überbringen da mal diese wunderbare Medizin. Erwischt. Der gute Dachmann. Keine Sorge, wir besuchen den nochmal. Das verspreche ich euch. Er muss eigentlich ja irgendwann auch noch irgendwie Thumbnail für eine der Folgen hier werden. Später auf YouTube. Sie muss Dachmann heißen. Es wird für Fragen auf YouTube sorgen. Mit diesem Dachmann los. Was labern die? Auf Grindr finde ich den nicht. Sollte bitte jemand aus Spaß ein Profil anlegen. Ich provide gleich ein Bild. Oh lol. So Leute, zurück zu der traurigen Seele, die im Wald sitzt. Du. Oh oh, er ist weg und jetzt ist hier eine Kokiri. Der, den du suchst, ist nicht mehr hier. Jeder, der diesen Wald betritt und kein Kokiri ist, ist verdammt. Jeder, sicher hat er sich schon... sicher hat er sich schon längst in eine Pflanze verwandelt. Na, das ist ja nicht so gut. Darf ich dir hier diesen Trank geben? Er ist nicht mehr hier. Jedes Wesen, das kein Kokiri ist, ist in diesen Wäldern verloren. Deswegen heißen sie auch verlorene Wälder. Sicher hat er sich inzwischen auch in eine Pflanze verwandelt. Alles, was von ihm übrig blieb, ist diese Säge hier. Die Medizin besteht aus Waldpilzen. Gib sie mir! Na gut, dann nehme ich die Säge. Du hast den Modertrank gegen die Säge eingetauscht. Der komische Kerl hat das wohl hier liegen lassen. Der komische Kerl?
Wirst auch du dich verwandeln? Ich hoffe nicht, deswegen hauen wir jetzt aber ganz schnell auch wieder ab aus dem Wald hier. Wir müssen ja jetzt hier nichts überstürzen oder so, ne? Man muss ja nichts drauf anlegen. Das ist ein schönes Game. Es ist wie nach Hause kommen, Leute. Es ist einfach wie nach Hause kommen. Wirklich, es ist so. Gut, mit der Säge müssen wir jetzt einmal zu der guten... Oh, los, komm! Flucht bei den Gerudos da, wo wir schon ein paar Mal runtergesprungen sind. Stimmt, Link ist doch auch kein Kokiri. Wieso ist er keine Pflanze, fragt hier Giron. Keine Sorge, das wird tatsächlich noch aufgeklärt. Spoiler ich aber mal noch nicht. Erfahren wir noch, nachdem wir den nächsten Tempel besiegt haben. Besiegt haben? Besiegt man einen Tempel? Abgeschlossen haben. Geschafft haben. Erledigt haben. War der Typ kein Kokiri? Nee, das war ein Hylianer. Der kam aus der... Aus Kakariko. Und wollte unbedingt in den Wald. Warum auch immer. Vielleicht wollte er sich ein neues Haus hier organisieren, nachdem Henny keine Lust mehr hatte. Kokiri altern nicht. Das ist nämlich die Sache. Link ist ja groß geworden. Die ganzen Kokiri sind ja noch klein. Aber Link ist noch groß. Auch das wird noch aufgeklärt. Keine Sorge. Für diejenigen, die es nicht wissen, gechillt bleiben, wird noch aufgeklärt. Das lesen wir sogar, weil es ist ein storywichtiger NPC. Da kommen wir also auch drüber hinweg. WF Lars haut hier einmal Wassermarsch raus. Grüße hier hin. Stay hydrated, meine Lieben. Und willkommen zurück im Gerudo-Tal. Diesmal auch bei Tag. Und wir sehen, die Wachen und das Tor sind weg. Dafür ist die Brücke jetzt kaputt. Aber keine Sorge, wir sind ja bepferdet. Und wie wir ja wissen, ein Pferd eröffnet hier ganz neue Möglichkeiten. Vor allen Dingen dieses wunderschöne hier. Eponier. Ja, da ist der lachende Mann. Den kennt ihr vielleicht noch. Hallo. Ich bin Handwerksmeister. Es waren Gerudos, die Brücke zerstört haben. Ich will sie reparieren, aber meine Leute sind verschwunden. Sie haben gesagt, ihr Job sei öde. Sie wollten lieber in die Gerudo-Festung gehen, um Diebe zu werden. Oh, hey du. Wenn du schon in diese Festung gehst, kannst du herausfinden, was meine Jungs dort tun. Ja, mache ich, aber ich gehe aktuell noch nicht rein. Aber ich habe hier diese Säge für dich. Oh, das ist ja meine Säge. Aber ich dachte, ich hätte sie bei der alten Frau liegen gelassen. Ich besitze übrigens ein zerbrochenes Bigoron-Schwert. Du müsstest es nur von einem Goron reparieren lassen. Ich würde es gegen die Säge eintauschen. Gibst du sie mir? Selbstverständlich. Guter Junge, vielen Dank. Ich kann dir zwar nichts derart Wertvolles zum Tausch anbieten, aber vielleicht ist es ja okay. Du hast die Säge gegen ein zerbrochenes Goronenschwert eingetauscht. Besuche damit Big Goron. Ja, das ist jetzt nämlich die Waffe, um die es geht. Leider ist sie kaputt. Ja? Und wir müssen sie reparieren lassen. Dafür müssen wir Big Goron besuchen. Den finden wir auf dem Todesberg oben. Er hat aber noch einen Bruder. Den haben wir bis jetzt noch nicht gefunden, weil wir ja nicht alles angucken. Aber es gibt auch noch einen weiteren großen Goronen. Der ist in der Schmiede unten, der Goronen. Und dem kann man auch das Schwert bringen. Und für viel Geld repariert er es dann. Dann kann man es irgendwie zwei oder dreimal benutzen und dann zerbricht es wieder. Weil er halt einfach nur so ein Hochstapler ist. Der hat's voll gar nicht drauf. Wir müssen natürlich zum echten Big Goron, dem wirklichen Meisterschmied. Und den finden wir ganz oben auf dem Berge. Deswegen müssen wir da erstmal hoch. Kleine Reni, wann hast du deine nächste Pause? Die nächste Pause ist in 6 Minuten und 35 Sekunden. Dann ist wieder 5 bis 6 Minuten, je nachdem wie schnell ich bin, mir einen Kaffee zu holen, ist wieder Kaffeepause. Als Mann in einer Frauendomäne einsteigen, keine gute Idee. Ja, wir sind ja heute alle inzwischen ein bisschen offener in allen Richtungen, aber bei den Gerudo wäre ich auch vorsichtig, ne? Link hat das ja auch bei Breath of the Wild gemacht, indem er sich dann als Dame verkleidet hat, um in die City reinzukommen. Witzig. Hi-ho, so viel wie ich weiß, repariert der das nicht. Der verkauft dir Schund, was du als Knirps... Ah ja, stimmt. Du hast recht, Jovi. Der repariert das gar nicht, war einfach schon zu lange nicht mehr da. Man kann bei ihm eins kaufen für teuer Geld und das geht dann kaputt. So war das. Du hast recht. Der repariert das nicht. Und dann kann man wieder hingehen und dann kann man sich beschweren und ja, hier gibt mir nochmal wieder Geld und dann geht's wieder los. Aber er macht hier nie eins, das du lange benutzen kannst. Dafür müssen wir zum Meister. Meinen Kaffee habe ich schon vor mir. So muss das sein. Links sieht sehr überzeugend aus in den Frauenklamotten, schreibt Sassy. Kann ich nur zustimmen. War halt auch einer der coolsten Momente in Breath of the Wild.
Wirklich. Wenn du dann noch zwei Wassermelonen in die Hand genommen hast, war es halt einfach wirklich mega lustig. Das muss man einfach sagen. Ja. So, lieber Fuchs, die Fuchsbären kommen rein. Bald habe ich 1,5k. Ach du Scheiße. Ja, ja, aber warte mal, du. Ich habe extra ein bisschen erhöht. Du musst ja auch ein bisschen darauf hinarbeiten, ne? Aber sei strategisch klug. Mach's am Anfang von einer Stunde, weil das gilt nur für eine Stunde. Dann vorbei. Ihr seht, auch der Todesberg hat sich verändert. Zum einen rollen jetzt hier Steine auf uns zu, was nicht nett ist. Und zum anderen sieht es generell irgendwie auch nicht so geil aus hier. Oh, Alter, was ist denn los mit mir? Aber wie ein Fuchs elegant drumrum. Unglaublich. So, wir müssen einmal auf den Berg hinauf. Hey! Da ist sie wieder. Oh, 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 da klötert er von oben runter. Lass mal schön bleiben. Wie viele Herzteile fehlen uns eigentlich noch? Okay, alle. Aber dann brauchen wir erstmal nicht mehr weitersuchen. So, wir können uns jetzt leider nicht schützen, weil wir haben kein Schild mehr, das uns in den Turtle-Modus gibt. Warum kriege ich keinen Schaden? Ah, doch. Hä? Achso, ich bin so weggerollt, dass ich keinen Damage bekommen habe. Ist ja nett. Ups. Oh, lol. Oh nein, bitte nicht Kay erzählen. Erzählt es nicht Kay. Er muss es nicht erfahren. So. Den machen wir weg. An den kommen wir noch nicht ran. Du bist unverwundbar, wenn du rollst. Ja, nice. Notiz macht. Aber hier habe ich mir auch selber jetzt. Bin ich selber schuld, das gebe ich zu. Kriege ich den da oben auch noch? Jawoll. Mucke ist ein bisschen aufgeregt. Oh Gottes Willen. So. Da müssen wir hin. Oh, oh, ihr seht, er ist wirklich big, ne? Notiz gemacht, erstmal alles weitererzählen. Es sei denn... was zahlst du, dass wir es geheim halten? Müssen wir nachher drüber sprechen. Sassy, kannst du dich nicht mit dem Enterhaken an eine höhere Stelle der Kletterpartie ziehen? Das geht, kann man machen. Ich rede jetzt erstmal mit ihm hier. Mein Bruder, er hat einen neuen Laden. Es ist Medigorons Waffengeschäft. Er ist gut, aber ich schmied bessere Klingen. Die julianischen Zimmerleute wissen meine Arbeit zu schätzen. Glaub mir. Ich habe hier dieses Schwert. Es ist kaputt. Zweifelsohne eine Waffe aus meiner Schmiede. Ich würde sie ja reparieren. Doch beim letzten Erdbeben ist mir Lavastaub in die Augen geraten. Seitdem sehe ich schlecht. In Zoras Reich gibt es wundersame Augentropfen. Wende dich an König Zora. Bitte bringe mir die Augentropfen. Machen wir. Du hast Bikoron das zerbrochene Goronenschwert gegeben und dafür ein Rezept erhalten. Geh zu König Zora. Machen wir. Ja, dann würde ich sagen, gib ihm. Ja, und rollen, und rollen, und rollen. Jori, ach, und falls du es nicht wusstest, diese Spinnen greifen nur an, wenn du dich bewegst. Habe ich auch erst letztes Jahr in einem anderen Stream gelernt, tatsächlich. Wenn ich stehen bleibe, machen die nix. Das muss ich mal ausprobieren. Das wusste ich noch nicht. Oh. Oh. Mal sehen. Aber wenn die mich einmal gesehen haben und schon springen, greifen die dann an, oder? Und jetzt bewege ich mich ja nicht mehr. Also irgendwie... Also mich greift die trotzdem an. Oder meinst du, sobald die dich gesehen haben? Weil, wenn die dich sieht... Jetzt natürlich nicht, klar. Aber sobald ich drauf zugehe... Aber dann hört die auch nicht mehr auf. Ich meinte die Wandskulptur, das... Ach so. Ja, das ist richtig. Die drehen sich und gucken dann zu dir hin. Und wenn du dann nichts machst, dann geht's. Dann drehen die sich auch irgendwann wieder zurück. Die meintest du? Ach so. Ach so, ach so. Da gab es ein kleines Kommunikationsproblem, aber schön, dass ich es trotzdem mal ausprobiert habe. Also, ich hau die immer noch.
gibt einfach zu viel Spinnenartiges in diesem Spiel. Gib mir doch mal jetzt noch ein Herzchen, bitte. Natürlich nicht, ist ja klar. Einzige, was ich brauche. By the way, folks, Ganondorf greift auch nicht an, wenn du dich nicht bewegst. Versuch's mal. Okay, Giron, werden wir nachher mal ausprobieren, ne? Aber bis wir da sind, dauert's noch einen Moment, ne? Ich muss eh meinen Kaffee jetzt leer kriegen. 10 Sekunden ist Pause. Bis dahin muss er leer sein. Man muss auch mal mutig sein und Dinge ausprobieren. So, meine Lieben. Der Horn, er ist am Krähen. Der kräht sogar wirklich hier. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann wieder gleich entspannte 5 Minuten Pause. Ich gehe noch eben gerade bis da nach vorne hin. Dass wir da schon mal reingehen. Dann machen wir da 5 Minütchen Pause. Dann könnt ihr euch was zu trinken wieder organisieren. Kaffee auffüllen. Jedenfalls noch ein bisschen Rührei nachholen. Brötchen schmieren, ihr wisst schon. Und dann geht das gleich in munteren 5 Minuten weiter. Ich kann nie wieder Ocarina of Time spielen, ohne an den Pausenhahn zu denken. So, Leute. Ja, dann machen wir hier kurz einen Break und dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, gleich in entspannten 5 Minuten wieder. Bis gleich, Leute. Bis gleich.